Der Wasserburger Hauptbahnhof, wenn man es so nennen mag, beziehungsweise Wasserburg Bahnhof. Mit einem Südwestbayern-Bahnzug in Richtung Grafing Bahnhof über Ebersberg. Ja, und hier von Wasserburg Bahnhof aus geht es einerseits, wie gesagt, Richtung Ebersberg, wo der Zug jetzt hier rechts abzweigt. Wenn der an der Stelle links abzweigen würde, geht es weiter Richtung Rosenheim oder in die andere Fahrtrichtung halt weiter Richtung Mühldorf. Aber hier links zu sehen, werden auch gerne mal Züge abgestellt, gesichert durch diese Entgleisungsschutzeinrichtung. Aber dahinter sieht man, es geht weiter und das war einst die Strecke nach Wasserburg Stadtbahnhof. Und die Strecke tun wir heute mal zu Fuß erkunden. Genau, also hier, jetzt halt schwer zu erkennen, aber anhand dieser Einstiegshilfe für die Lokführer, dass da hinten das Gleis lang führt und dann hier der Verzweig Richtung Rosenheim und Grafing. Und da hinten sieht man die Gleisanlagen in Richtung Stadt. Man sieht sogar, hier gab es anscheinend mal eine Art Anschluss. Aber dafür läuft dann die Strecke weiter. Man sieht auch hier diese ehemalige Bahnübergangsüberwachung. Aber alles hier hinter abgezäunten Mecklengebiet, deswegen schauen wir jetzt mal hier zur anderen Seite. Genau, also da hinten sieht man das Gleis Richtung Rosenheim. Und direkt darunter abzweigend das Gleis Richtung Leitmeringen und Wasserburg Stadt. Was aber hier durch Mägle-Gelände verläuft. Deswegen da in diesem Bereich ist wenigstens jetzt nicht so einfach ist, da was auch von nahem aufzunehmen. Nö, es geht auch so ein Loch. Jedenfalls hier finden wir uns quasi in der Ausfahrkurve. Sieht man hier schön das Bahnübergangsschild, vor allem auch die verwendeten Reflektoren. Das ist natürlich nicht das Einzige, weil wenn man hier dann mal wieder ein bisschen weiterläuft, hat man hier noch so ein altes Signal. Das gleiche wieder. Das sind jetzt hier die übrig gebliebenen Gleisanlagen durch die direkt anschließende Ortschaft Leitmering. Wir sind vom Wasserburger Bahnhof aus. Und hier ist halt das Mägle-Firmengelände schon abgezäunt, aber da wo wir jetzt hier langlaufen, da kommt man eigentlich ganz gut lang. Und der ist ja quasi wie so ein kleiner Fahrradweg. Ja, und man sieht halt hier, Gleisanlagen sind noch vorhanden auch hier. Gleich hier hinten auch das nächste Bahnübergangsüberwachungssignal, so wie ich das einschätzen würde. Hier sieht man auch ehemalige Zeitzeugen der mechanischen Sicherungstechnik. Also hier diese Halterungen für die Drahtseile, mit denen man Formsignale und Weichen, also hier wahrscheinlich nur Formsignale, gestellt hat. Also hier die alte Technik,
Also hier war auch mal ein Bahnübergang, hoffentlich hört man mich jetzt nicht zumindest. Und dann hier, ganz klar zu erkennen, ehemaliges Gleis. Hier schön durch Leitmering durch und dann in Kürze die B15 unterquerend. 1962, die Schienen. Hier ist das Gleis Teil einer Baustelle, zumindest als Lagerplatz. Und hier führt es schön vorbei an Wohnhäusern. Und auch hier jetzt wieder mitten in der Ortschaft steht noch ein altes Signal. Hier sieht man jetzt schön, wie die Strecke weiter verläuft und sich da hinten Wasserburg annähert und die B15 unterquert. Auch hier jetzt wieder das nächste Signal. Man kann auch ungefähr erkennen, was für ein Gefälle hier die Strecke hat. Jetzt nähert sie sich dann ungefähr auf Höhe des Inns an. Also für eine mögliche zukünftige Reaktivierung ist ganz praktisch, dass hier schon mal die B15 unterquert wird. Jetzt hier in diesem Einschnitt kann man noch ganz gut entnehmen, wo es ungefähr langläuft. Denn da hinten ist dann auch schon Wasserburg zu erkennen. Also Wasserburgstadt hier mit diesen Hochhäusern. Und hier hinten mit Blick auf die Alpen. Also hier nochmal die Unterführung. Man sieht, auf dem ehemaligen Verlauf der Bahnstrecke hat sich hier ein Wanderweg herauskristallisiert. Und hier auch ehemalige Stromversorgung, Sicherungstechnik, was auch immer. Und hier kannst du wirklich auf dem Gleis lang wandern. Das kommt jetzt ja auf dem Video leider gar nicht so zur Geltung, aber das ist hier wirklich ein ganz schönes Gefälle, was die Bahnstrecke hier hinlegt Richtung Wasserburgstadt. Vorne nähert sich eine Kurve. Und jetzt vor der Kurve hat sich auch mit der Zeit ein Bahnübergang gebildet, wenn man das so nennen mag. Aber sind wir hier nicht mal die einzigen, die diesen Wanderweg nutzen. Man kann hier ungefähr erkennen, wie steil das hier bergab geht.
Ach, hier wieder. Straße einfach über die Bahnstrecke drüber aufgeschüttet. Da wurde es leicht unterspült. Auch interessant hier der Schwellenwechsel. Und ab hier beginnt jetzt dann auch Holzschwellen. Ich dachte zuerst vorher aus der Ferne, okay, mit Dreck überdeckt, aber nee, tatsächlich ab jetzt dann hier Holzschwellen. Ah, auch hier interessant, so ein Entgleisungsschutzgleis. Dass wenn der Zug Richtung links rausspringen sollte, sich dann hier in diesem Zwischenraum verhakt und dann da nicht in das Kurvenäußere entgleist. Was ja aufgrund der Kurvendynamik ja es wahrscheinlicher wäre, als dass der nach innen entgleist. Deswegen dann hier keine Schutzschiene ist, sondern nur hier rechts. Ja, weil der Kurvenradius hier, der ist auch ziemlich eng. Wenn man sich das jetzt mal so anschaut. Und hier scheint mal so eine Art Mountainbike-Abfahrt zu sein. Sprung, landen. Und weiter cruisen. Und hier hören uns auch die Holzschwellen wieder auf. Ebenso wie die Schutzschiene. Bis auf diesen kleinen Abschnitt hier. Ich versuche jetzt mal hier die Kamera relativ parallel zur Erdanziehungskraft zu halten und ich hoffe mal, man erkennt auch, was für eine Querneigung, also hier die Strecke in dieser wiederum sehr engen Kurve vollzieht. Auch hier wieder irgendein Wanderpfad. Oh, ich glaube, da fehlt jetzt was. Oha! Okay, das ist definitiv nicht so damals gewesen. Boah, ey. Was die hier für einen Knick macht. Puh. Also da laufe ich jetzt nicht drauf lang. Zumal das jetzt auch hier endet. Ha. Oha. Bloß die Frage, wie komme ich hier rüber? Weil da ging es wohl weiter. Jetzt müssen wir den ehemaligen Streckenverlauf verlassen und schauen, wie wir den hier umschiffen können. Ja, hier haben wir jetzt wieder den alten Streckenverlauf gefunden. Also haben sie es über den Bach geschafft. Und hier sieht man sehr gut, was hier mal für eine Brücke hat sein müssen. Gut, dann werden die Leute da drüben
entdecken, dass man hier die ehemaligen Gleisanlagen als Wirbel verwenden kann. Verfolgen wir mal weiter in hier den ehemaligen Streckenverlauf. Und hier sehen wir auch schon wieder, dass hier wieder die Gleise auftauchen. Nach wie vor weiterhin sehr steil und sehr kurvig. Verläuft die Strecke weiter in Richtung Wasserburgstadt und nähert sich nun langsam auch hier dem Inn an. Was für ein S-Kurvenverlauf das hier ist, ey. Okay, jetzt wird's ein bisschen eng. Da unten ist zwar ein Landeweg, aber das war ja langweilig. Okay, einfacher als ich dachte. Auch hier weiterhin Hindernisparcourslauf. Und so wie es ausschaut, hat es hier, ja, definitiv einiges weggespült. Der Wanderweg. Mal schauen, ob wir den jetzt nutzen müssen oder ob wir es noch schaffen, uns hier durchzuquetschen. Also es wird dichter und dichter. Normale Wanderer, glaube ich, haben da bei dieser Unterspülung dann bestimmt schon zum Wanderweg gewechselt, aber wir quetschen uns jetzt mal hier weiterhin durch. Okay, jetzt wird es leider wirklich zu dicht und wir wechseln auf den Wanderweg. Man muss sich mal vorstellen, was das damals eigentlich für eine schöne Aussicht gewesen sein muss, wenn man mit dem Zug nach Wasserburgstadt reinfährt und man hier dann übelst schön den Inn sehen konnte. Hinten ist dann eine große Stauanlage. Also hier, wie gesagt, in schön Licht aus Wasser und da die Bahnstrecke. Was das auch vielleicht für touristische Zwecke heutzutage für eine schöne Strecke sein muss, ey. Oder wäre, besser gesagt. Das Wetter ist ja auch sehr interessant aktuell. Jetzt sieht man gerade doch hier.
ernsthaft, ey. Gebt euch das mal. Vor allem hier, da waren wir früher bestimmt keine Sträucher, weil das ist ja hier immer noch Teil vom Schotterbett. So einen schönen Blick auf den Inn hätte man gehabt. Boah, nach wie vor der Streckenverlauf hier. Linksstrecke, rechts in. Mit dem wir immer näher kommen. Und da hinten auch schon langsam aber sicher die Stadtmitte bzw. ehemaliger Bahnhof Wasserburgstadt. Und Radfahrer sind hier auch wieder unterwegs. Also so wie es ausschaut, hört dann hier die ehemalige Vorhandenheit der Gleise auf. Hier auf Höhe des Wehrs. Weil, jetzt kann man hier einen kleinen Blick aufs Wehr werfen. Was das auch für ein Höhenunterschied ist. Also wie gesagt, wir waren ja vorhin auf einer Höhe mit dem Inn. So ein Höhenunterschied macht jetzt hier das Wehr aus. Also jetzt hier auf dem ehemaligen Tassenverlauf nähern wir uns langsam aber sicher schon am Ende. Schauen wir nochmal hier kurz hin auf den Inn. Schön milchig blaues Wasser. Das Wehr. Da hinten auch schon das Stadtgebiet sowie der Tunnel, den man eigentlich gerade eben schon sah, aber jetzt wahrscheinlich von irgendeinem Baum verdeckt wird. Naja, sind wir noch früh genug. Okay, also bis ganz auf untere Höhe des Inns nochmal nähert sich die Bahn nicht mehr an. Denn hier sehen wir auch schon jetzt den ehemaligen Bahntunnel, wo dann die Strecke mitten ins Stadtinnere verlaufen ist. Und dann Gleisanlagen bzw. Signalanlagen sieht man jetzt eigentlich hier kaum mehr davon, was das da was übrig geblieben wäre. Das hier? Nee, ich glaube, das hat nicht, oder? Schwer zu sagen, aber ich glaube nicht. Weil seit dem Wehr hat man keine bahntechnischen Anlagen mehr gesehen. Oh, Tatsache. Tatsache. Spritzt das doch wieder heraus. Und ein Echo gibt das hier auch ziemlich. Und da vorne auf diesem Parkplatzareal müsste eigentlich der ehemalige Bahnhof gewesen sein. Da gibt es dann auch Bahnhofstraße, oder wie das hieß. So dass man davon ausgehen kann, dass dann auch hier die Strecke dann in Kürze geendet hat. Sieht ja keine aus, sondern nichts. Bei meinem Freund ist gerade hier das aufgefallen. DB AG. Strichcode zum Tunnel. Ah ja, und hier sieht man jetzt wirklich schon Bahnhofsanlage, weil hier und dort schon mehrere Gleise und Verzweigungen sind. Also anscheinend hier zwischen den Parkplätzen waren dann die ganzen Gleisanlagen. Ja, hier sieht man es auch nochmal schön. Hier ein Gleis. Da nochmal ein Gleis an Weiche. Ja, eindeutig.
Also dadurch, dass das hier nicht in den Parkplatz umgewandelt wurde, hätte man hier auch immer noch Platz, das wieder herzustellen. Gut, da hast du hier mal keine Durchgangsmöglichkeit für parkende Autos, aber hast vorne und hinten auch noch eine. Ja, und hier jetzt hat offizielles Streckenende mit diesem alten Perlbock, den man hier suchen lässt. Also hier Ende des ehemaligen Streckenverlaufs. Da drüben jetzt der neuartige Busbahnhof. Ob das Orange hier vielleicht das Bahnhofsgebäude mal gewesen ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, aber so schaut es jetzt hier aus. Wasserburgstadt. Jetzt kann man hier nochmal schön sehen, da sind wir, da ist der Parkplatz. Dann verläuft die Strecke hier am Meer vorbei entlang. Geht dann ja, hier ungefähr so durchs Gebüsch. Hier unten die B15 durch Reitmehring und auch hier genau diese Straße entlang. Dann hier durch das Meckle-Gebiet und dann hier hoch in Wasserburg Bahnhof rein. Das bin ich gerade alles lang gewandert. Tatsache, das ist der Bahnhof. Seit einer Unterspinnung der Gleise 1987 außer Betrieb. Ha.